Was ist denn der Stahl? Digital Stahl, Carsten Stahl ist mein Name. Herr Stamm? Ja, hatten wir telefoniert. Stamm, hallo. Wie man die Polizei? Hallo. 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 Christopher. Über Kreuz. Hallo. Florian, hallo. Christopher, hallo. Stamm. So, dann erzählen Sie mir doch mal, ich weiß nicht, wie weit Sie schon wissen, wer von Ihnen mir jetzt hier ein Briefing geben kann. Wir haben die Infos eigentlich schon soweit erhalten. Wir haben alles, was wir brauchen. Können Sie mich dann auch einfach mal involvieren? Um was geht's? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gestern Abend festgestellt, ich habe hier einen Clubraum, also einen Computerraum für die Jugendlichen, wo sie halt chatten können und so weiter und so fort. Und ich gehe abends immer rum und will die Computer runterfahren, gucke, ob alles in Ordnung ist. Und da war ein Chat noch offen. Ja. Da habe ich gesehen, dass eine Schneeflocke 13 mit einem Kuschelbär chattet. Wer ist denn Schneeflocke 13? Nennt sich so irgendwer hier im Jugendclub? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, mir fällt kein Mädel ein, okay, was so heißt. Okay, Kuschelbär ist ja noch keine, da wissen wir ja noch nicht, schlimmer, da könnte ja auch ein 13-Jähriger sein, der dahinter steckt. Ja, ja, also angeblich ist Kuschelbär 15, aber ja. Kuschelbär will sich mit Schneeflocke im Hotel treffen. Oh, im Hotel. Na, also wenn es nicht im Hotel von den Eltern ist, dann halte ich das mal doch ein bisschen für komisch. Ja, ich mache mir auch mega Sorgen. Also Schneeflocke ist nicht drauf eingegangen, aber der Kuschelbär wollte unbedingt ein Foto haben von Schneeflocke. Flocke. Was für ein Foto? In irgendeiner bestimmten Pose? Nee, da hat er nichts geschrieben, aber er war sehr beharrlich dabei, ein Foto zu haben. Und dann, als der Schneeflocke nicht darauf eingegangen ist mit dem Hotel, meinte er, könnte sich auch in der Eisdiele mal treffen. Ja. Okay. Und dann hat sie den Chat ich weiß nicht, warum es abgebrochen hat. Sie haben aber auch jetzt nicht gesehen, wer da an dem Platz sitzt. Nee, oder so, ne? Ich kontrolliere die Kids da oben. Eine Sache, um die Sache einfach ein bisschen zu verkürzen. Die IP-Adresse habt ihr schon? Die müssen wir noch ermitteln, wir wollen den Rechner dann gleich noch mitnehmen. Da wäre doch ganz gut, wenn wir alle mal nach oben gehen. Haben Sie den Rechner wenigstens geistesgegenwärtig noch angelassen, damit wir uns alle mal ankicken können? Wunderbar. Die Chaträume, wo sind die? Die sind hier oben rechts. Sehen wir schon, also wirklich hier, Schneeflocke 13, das sehen wir schon mal. Das könnte vielleicht wirklich passen. Hotel, wirklich. Und wie hat sie darauf reagiert? Okay. Nee, wollte sie nicht. Das war sie schon mal auf jeden Fall ein bisschen skeptisch. So, jetzt geht es mir eigentlich nur um seine, wie ehrgeizig er war. Dann lass uns doch mal eine Eis essen gehen. Nee, weiß nicht, da will sie nicht. Gib mal hier, warte mal, Schneeflocke, bist du noch da? Geh mal. Also aufgehört hat sie zumindest mit einer gewissen Skepsis. Ja. Ja, also ich sag mal, das ist wirklich bedenklich, wenn ich das sehe mit dem Hotel und so. Ganz wichtig wäre wirklich eine Sache, dass sie jetzt der Polizei den Computer aushändigen, damit sie die IP-Adresse sofort nehmen können. Ja. Das wäre wichtig. Das Schlimmste, das seht ihr wahrscheinlich genauso, ist jetzt die Gefahr, die im Verzug ist. Denn das Schlimme ist ja, ich weiß ja nicht, wie weit die sich vielleicht schon in der Lava da verkickt hat oder was. Jetzt trifft sie sich vielleicht mit dem irgendwie doch noch oder chattet mit dem privat. Hier ist wirklich echt gut, dass sie sich an der Polizei an uns gewendet haben. Hier müssen wir wirklich jetzt mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass da was passiert, weil ganz ehrlich, das ist eine gefährliche Nummer. Wir machen jetzt eins. Die machen ihr Nummer mit den IPs und wir machen eins. Wir werden hier einfach alle 13-jährigen Mädels, haben Sie da vielleicht Unterlagen drüber oder was? Ja, haben Sie was da? Wunderbar, holen Sie mir die mal ran. Alle 13-jährigen Mädels, wenn wir fragen, spricht mit denen, macht ihnen keine Angst, die haben wir nicht verbrochen. Versucht herauszukriegen, wer ist hier Schneeflöckchen, ja? Genau. Das will ich wissen und dann werden wir ihr erstmal erzählen und dann werden wir eine schöne Sache bauen. Dann gibt mir was Schönes aus, wenn wir ihn in der Falle stellen und dann kriegen wir ihn am Sack. Und haben Sie da was für uns? Ja, also eigentlich sind es fünf, aber gestern waren nur drei von den Mädels. So, und von den dreien, die sie haben, war auch die eine dabei, die hier drin sitzen haben muss, ja? Ja. Alles klar, wunderbar. Dann nehmen sie uns die Namen. Wann kommen die Mädels denn immer? So 13, 14 Uhr, wenn die Schule halt vorbei ist. Alles klar, dann wollen wir ja keine Zeit verschwenden, Herr Stamm. Ich bedanke mich für den Auftrag. Ich danke. Auf Wiedersehen zusammen, meine Kollegen. Wa? Und wir machen die Nummer gleich. Wir schnappen uns die Flöckchen. Ich brauche die Polizei und ich brauche auch die Detektive. Ich mache mir Sorgen einfach um meine Jugendlichen. Ich mache mir Sorgen um die Einrichtung hier. Ich will, dass der Fall einfach so schnell wie möglich geklärt wird. Ja, was hat denn jetzt ein Privatdetektiv jetzt hier bei uns im Jugendclub zu suchen und was geht das? Werde ich euch erzählen. Und zwar hätte ich einfach mal eine Frage. Ja, einfach ganz locker bleiben, keine Angst haben, mir ist das nicht schlimm. Kennt jemand von euch den Namen Kuschelbär? Was? Nein. Nee. Was soll das denn sein? Keiner von euch, ja. Also, ja. Ich weiß, ich meine nicht den, mit dem man vielleicht vor 4 Jahren aufgehört hat zu spielen. Nee, ich meinte jetzt einfach so ein Pseudonym Kuschelbär. Das sagt euch nicht. Nee. Dann vielleicht was anderes. Vielleicht hat jemand von euch schon mal den Namen benutzt oder schon mal gehört, und zwar Schneeflocke 13. Nee. Schneeflocke 13. Okay, alles klar. Herr Stamm, ja.
Tun Sie mir mal einen Gefallen tun. Euch beide, vielleicht, dass ihr einfach mit, mit dem Herrn Stander rübergeht, aber ich hole ich ja her nochmal dazu, dann quasseln wir nochmal. Ja? Okay. Ja. Du bleibst bitte nochmal eine Sekunde da, ja? Und zwar, so was ist das? Lucy war der Name, richtig? Ja. Lucy, vielleicht ist dir aufgefallen, als ich eben gedacht, gefragt habe, beim Kuschelbären haben sie alle noch gelacht, bei Schneeflocke 13 haben die beide noch gegrinst und du hast nach unten links weggeschaut und warst ein bisschen verunsichert, was du jetzt immer noch bist. Hör mal, wir wollen dir echt nichts Böses, ja. Wir möchten nur, dass es euch gut geht. Genau. Also, du brauchst echt keine Angst haben. Und mehr geht's hier nicht, weil du hast ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal selbst benutzt hast oder jemanden kennst. Jedenfalls hundertprozentig weiß ich, dass du diesen Namen schon mal gehört hast. Bist du Schneeflocke 13? Wenn ja, dann sag es bitte jetzt, weil ich krieg's sowieso raus. Ja. Ja? Bist Schneeflocke 13? Okay. Aber ich hab doch nichts gemacht. Nee, jetzt ihr macht darum, das was, dass du was Schlimmes gemacht hast. Ihr macht das denn nichts, pass auf. Jetzt hast du dich ja schon mal geöffnet, jetzt hast du ja schon mal gesagt, du bist Schneeflocke 13. Das ist ja schon mal gut. Du hast eigentlich für dein Alter was ganz Normales getan. Ja, und zwar, dem am Stamm ist gestern aufgefallen, da war nämlich oben noch der Computer offen und da kam auf dem Profil hier von diesem Chetolino, ja, was ja für kleine, sag mal, angehende Erwachsene ist, ja, hat man halt gesehen und das scheinst du irgendwie nicht richtig geschlossen haben, dein Portal da. Ja, Schneeflocke 13 war offen und da konnte er was sehen und das hat ihn ein bisschen, sag ich mal, beängstigt. Und zwar hast du damit jemanden geschattet und das war Kuschelbär. Und jetzt werd einfach mal nett und sehr, sehr, sehr wichtig, dass du mir jetzt einfach mal erzählst, uns allen jetzt mal erzählst, was da genau, wer der Mann ist oder die Person ist und uns mal genau im Verlauf der Zeit, wann läuft die Sache schon und erzähl einfach mal was davon. Ja, seit ein paar Wochen schreibe ich mit dem, aha, aber nichts Schlimmes, also so, der ist auch nett, außer halt ein paar Bemerkungen und ja, der wollte mal in ein Hotel, aber ja, sonst eigentlich ist der nett. Und Fotos heute auch habe ich gesehen, halt gelesen da. Chattest du privat mit ihm noch weiter? Nein, ich habe zu Hause kein Was kein Computer zu Hause. Das war also der letzte Kontakt, den du mit ihm hattest da oben? Ja. Dieser Mann oder diese Person, die dahinter ist, die will dir nichts Gutes. Wir wollen dir etwas Gutes. Ja, und mir ist es aber sehr wichtig, dass die Person, die dahinter steckt, sich mir gegenüber und der Polizei gegenüber offenbaren muss. Und dafür brauche ich jetzt deine Hilfe. Du kannst jetzt mal Detektivin spielen. Und zwar kannst du bei uns mitwirken und du gibst mir einfach mal ein Passwort für dein Chetolino da oben. Mensch, Mädels, ihr wisst nie, wer dahinter steckt, ne? Das ist wichtig, dass er da ein bisschen jetzt aufpasst, ne? Ja. Gut. Ja, also ist, glaube ich, alles gesagt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, dann danke ich euch erstmal, dass ihr da wart. Ja, habt noch ein bisschen Spaß jetzt, aber immer seid schön wachsam dabei. Müsst ihr mich versprechen. Schön. Okay? Danke. Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüssi. So. Ich rufe direkt die Polizei jetzt erstmal an, wegen der IP-Adresse. Genau, und stimmst es ab, was wir hier ermittelt haben, ja, dass die genau wissen, wir wissen jetzt, wer Schneeflöckchen ist hier und damit wir jetzt mit vereinten Kräften hervorgehen können. Genau. Tut mir einen Gefallen, du gehst jetzt nach oben, lässt dir das Passwort für der Klinik nehmen und dann loggst du dich ein. Dann bist du nie mehr Schneeflöckchen, je wieder zurück in deine pubertären Tage. Ist ja nicht ganz so lange her wie bei mir. Ja, und dann machst du so ein bisschen, ja, schön auf das softe Spiel, aber auch so ein bisschen, als wenn du so ein bisschen Angst hast oder schüchtern bist. Und dann wollen wir mal anloggen. Und wenn wir ihn angeloggt haben, dann haben wir am Sack. Wir werden uns jetzt als Schneeflocke 13 im Internet ausgeben, werden versuchen, mit diesem Kuschelbär da zu chatten und da eventuell ein Treffen zu organisieren, dass wir den eventuell direkt morgen sogar dingfest machen können. Ja, also wir konnten rausfinden, dass Kuschelbär gleich Knuddelbär ist. Das heißt, der Junge hat zwei Profile, was natürlich nicht gerade unclever ist, wenn man sich mit mehreren Frauen verabreden möchte. Ja, aber super genial auf jeden Fall. Derjenige hat sich auf ein Treffen eingelassen. Das heißt, wir haben uns verabredet zum Eisessen morgen. Dann schauen wir mal, wer dahinter steckt. Der steht da total auffällig, sag ich dir. Der guckt andauernd auf seine Uhr. Der geht, Chris, los, nein, jetzt. Cora, bleib da, bleib da! Scheiße. Hallo, ich habe mal eine Frage. Sind Sie hier verabredet? Hallo, hallo, hallo! Hallo, Mann, mach plötzlich mal auf! Scheiße. Ist alles okay bei dir? Ja. Ja? Entschuldigung. Ja? Ey, der ist doch schon weg. Na, Scheiße. Scheiße, fuck, Alter. Wir sind erwischt.
Ja, es wirft uns natürlich jetzt erstmal meilenweit nach hinten. Wir waren schon dran an ihm. Also es hat sich bewahrheitet, dass das ein älterer Herr ist, auf jeden Fall. Nur da uns halt quasi die Lunte gerochen hat im Endeffekt, ist uns abgehauen. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Wir müssen uns jetzt irgendwas Neues einfallen lassen, weil ansonsten kommen wir nicht mehr dran. Tears written in the plaques of kings, one in a million, the billions that have to say. If I was born to be a winner, then I'ma grow up to be a go-getter. Blood, sweat, and tears written in the plaques of kings, one in a million, the billions that have to say. Jenny Günther, meine Freundin. Jenny Günther. Coral, sie bereits kennengelernt. Sollen wir rübergehen? Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich habe schon alles gehört und ich würde es auf jeden Fall machen. Mir ist halt nur wichtig, dass sie immer dabei sind. Klingt er sich das? Zieht er sich dann die Pappmaske davon an und kommt dann damit an? Wir konnten jetzt Gott sei Dank ein Treffen ausmachen mit unserem Täter, unserer Zielperson. Das Fakt ist so, das ist unsere einzige Chance. Wir müssen morgen in das Hotel fahren, da haben wir uns verabredet. Und ich hoffe, dass wir ihn dann endlich kriegen werden. Der Chris ist jetzt dabei, die Polizei zu informieren und auch den Auftraggeber zu informieren. Klar, die müssen ja auch Bescheid wissen. Denn wenn es morgen zum Zugriff kommt, müssen die definitiv mit dabei sein. Tell me what you wanna do. So, alles vorbereitet? Alles super, ja. Ja, sieht fantastisch aus, ja. Super aus. Ja, also Zimmer ist präpariert, Kamera ist da, Lockvogel haben wir auch da, ist ja eine Freundin von Pam, mit der muss ich gleich nochmal sprechen, der muss natürlich noch ein Jute-Gefühl geben, dass wir auch so aufpassen. Ja, ansonsten, Polizei ist da. Jetzt sehen wir natürlich gleich auch mal darauf, da kannst du den jetzt vielleicht auch schon mal ankicken. Ja. Wie gesagt, mach dir keine Gedanken. Jetzt wird er erstmal einchecken, wird den Raum ein bisschen prüfen wahrscheinlich. Mal kicken, was er für Utensilien mitbringt, ja? Was er da wirklich vorhat. Ob er Fotosession machen will oder was auch immer. Was ich gar nicht gerne sehe, ist, wenn sie da mit Aktenkoffer und so weiter drin kommen, ja? Okay, bin ja mal gespannt. So. Schön cool bleiben nachher, ne? Ja. Du hast es bis jetzt so super gemacht. Ja. Chris hat jetzt auch hin. Werde ich schon hinkriegen. Ja, klar. Ich bin mal entspannt. Ach du Scheiße. Gib Kamera. Der hat eine Kamera bei und da. Was ist in dem scheiß Paket drin? Wie gesagt, versuch ihm jetzt die Informationen ein bisschen zu entlocken. Ja, geh ein bisschen drauf ein, natürlich nicht zu viel. Wenn es dir zu viel wird, schreist du. Ja. Ja, aber was macht der denn da? Mundspray in die Fresse? Ach, du Alter Schwede. Der zumindest hast du Glück, dass er aus dem Maul stinkt. Aber das ist sein letztes Problem, was er hat. Es geht hier um deine Sicherheit und die geht uns hier vor. Ja. Okay? Aber wir wollen das Schwein haben. Sei schon vorsichtig. Ja. Wir sind da. Wir sind bei dir, ne? Wieder Mundspray. Mein Gott. So, da ist er. Moment. Showdown. Bleib noch ruhig. Ist noch nicht stichhaltig. Ah. Nein, machen wir. So? Ja, komm rein. Ich warte eigentlich auf Nick. Ja, Nick. Hat er sich schon angekündigt. Der hat seinen Bus verpasst. Ich bin der Partner von Nick. Wir fotografieren immer zu zweit. Zum Drecksack. Nicht sofort kommt er, ne? Nimm ruhig Platz, setz dich. Okay, das brauchen wir jetzt. Auch wenn es jetzt schlimm ist für uns zu sehen. Hat ein Geschenk hat er mitgebracht? Guck dir das an. Das ist immer noch nicht eindeutig. Wie viel kann ich bei dir, aber ich kann ich aber auch nicht garantieren, ne? Jetzt wird er sich probieren, dass er sich auszieht. Ja, selbstverständlich. Na, er ist der Scout, ich bin der Fotograf. Stell dich mal hin, wir machen mal gleich ein paar Fotos. Er hat ein Widerling. So, schön. Oh, die Schuhe, die stimmen. Komm, mach mal ein paar Posen. Was mir auch nicht gefällt, ist die Jacke. Die musst du auch unbedingt ausziehen, weil meine Gangkontrolle, die brauchen wir ja. Die kann man so gar nicht sehen. Zieh mal aus. Ich dachte eigentlich, die wäre ganz gut für die Fotos. Nee, zieh mal aus. Also, mach mal alles, was ich sage. Meine Fresse. Dann wird das schon gut werden. Die
träger, die stören mich auch ein bisschen. Nee, auch da ruhig mal da auf dem Bett ein paar Fotos. Na, wir wollen ja verschiedene Motive schön haben. Hinlenken, ne? Wir haben ja hier die ganze Suite für uns alleine. Sag mal, Mädchen, der Nick hat ja ein gutes Auge. Bleib ruhig sitzen, bleib ruhig sitzen. Muss keine Angst haben. So ein Lackaffekt. Was sie an? Hast du bei mir die Was sie an? Was sie an? Was ist denn der Stahl? Hey! Hey! Hallo! Die Hände rein! Die Hände! Die Hände! Die Hände! Bleib ruhig! Bleib ruhig! Ganz ruhig! Bleib ruhig! Was hast du hier gemacht? Wohin wolltest du mit der? Was ist los? Komm! Ja, du wolltest nur Fotos machen! Fotos! Nur Fotos! Komm her, komm her! Ich wollte nur Fotos! Bleib ruhig! Erzähl mir noch mehr Scheiße! Komm! Komm, wirklich, komm. Ich wollte nur Fotos. Setz rein! Setz rein! Da sind Vögelchen, mein Freund. Was? Da oben sind Vögelchen. Mann, weißt du, was das Schöne ist? Ich sehe hier noch andere Mädels. Ja, mach andere meine Mädels. Kamera nicht kaputt. Was ist? Ja, das Revier war gerade dran. Wir haben die IP-Adresse geknackt. Es handelt sich um einen Horst 42 Techniker. Pass doch. Der auch wegen mehreren solchen Delikten vorbestraft ist. Mann, ich will hier raus jetzt. Hier, da. Wie kommst du? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Hier kommt der Kotzen. Wer schützt eigentlich unsere Kinder im Netz? Vor so einer Scheiße, denn davon gibt es ja leider nicht nur den, sondern Hunderte. Und das macht mir Angst. Ich kann ja nicht immer da sein. Und die können auch nicht immer da sein. Aber unsere Kids rennen da rum. Und da muss endlich Abhilfe geschafft werden. Also ich sag mal so, wenn jetzt wirklich eine 14-Jährige da gewesen wäre, die wäre ja aufgeschmissen gewesen. Die hätte sich nicht wehren können. Der Mann wäre über die hergefallen, der hätte sie vergewaltigt. Und das Mädchen hätte wahrscheinlich aus Scham noch nicht mal Anzeige erstattet, wie das häufig ist. Ja, ganz klar. Die Eltern müssen mit ihren Kindern Aufklärungsgespräche führen. Sie sollten versuchen, immer dabei zu sein, dass die Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, viel alleine da rumzusurfen und zu aller Not Internetverbot. Ne? Ich meine, bevor irgendwas Schlimmes passiert, man weiß nie, was dahinter steckt. We'll be right back.